Hey Leute und willkommen zu einem kleinen Special des Super Smash Bros. For Wii U Community Battle. Nicht. Und zwar wird das ein kleines Rumble sein. Ich weiß nicht, ob man das jetzt schnell genug sehen konnte. Ich habe folgende Personen dabei. Einmal Niklas, Fabian und Robin. So, und ich war gerade, also wie es dazu kam, erkläre ich jetzt mal kurz. Ich war mit Niklas, habe ich mein Battle gemacht und dann hatten wir hinterher noch weitere Kämpfe gemacht und dann haben wir zu dritt gespielt, noch mit Fabian zusammen. Und dann kam Robin noch dazu, ist noch in den Raum gejoint und dann habe ich mir hinterher mal überlegt, nimmst du das einfach mal auf und zeigst das mal den Leuten, wie das abgeht. Weil es macht nämlich wirklich richtig Bock. Das muss man ja echt sagen. Vor allem, man weiß einfach nie, wer wer ist. So, wir haben jetzt hier mich mit Link am Start, Niklas mit Yoshi, Fabian ist mit, wie heißt er noch gleich? Sheik. Mit Sheik unterwegs und Robin war mit Little Mac dabei. What? Ja, das habe ich jetzt auch nicht genau gesehen, das kann ich dir jetzt nicht beantworten, Dude. So, Yoshi Arschbombe nach in mein Schwert nach oben, ganz doof gelaufen. So, Schlägerei zwischen Fabian und mir, mehr oder weniger. Yoshi trifft mich, kacke gelaufen. So, hier habe ich ja jetzt richtig schön den Sheik vermöbelt. Sprung, treff nur einen. Oh, dumm gelaufen. Was haben wir hier noch so Schönes? Oh, da gibt Yoshi mir noch einen Kick. Ich komme nach oben, Yoshi scheinbar nicht mehr. Little Mac verprügelt mich. Ah, das war dumm von mir, aber zum Glück hat er mich nicht getroffen, sonst wäre ich ziemlich tot gewesen. Ah, Mist. Boah, ich dachte, das überlebe ich nicht mehr. So, währenddessen geht's feuchtfröhlich weiter. Boah, KO-Hit rausgehauen, versemmelt. Trotzdem kickt er mich noch so hart weg. So, da komme ich mal schön runter, hab das ausgenutzt, dass er gerade beschäftigt war. Ging der Kill jetzt auf mein Konto von Sheik oder auf Yoshis? Oh, das war auch nice. Da fliegt Sheik schon wieder. Wie viel Schaden hat er denn? So viel können das doch gar nicht sein. Schon wieder so böse getroffen. Das ist immer richtig fies. So, da holt Little Mac raus. Sehr gut. Boah, da kommt er zurück. Revenge Punch in mein Gesicht. Ich war down. Aha, böse. So, da wollte ich grabben. Keine Chance, da war er zu schnell. Little Mac ist einfach so wahnsinnig schnell, da kommst du nicht ran. Das ist fies. So, jetzt sehe ich, dass sein Schlag auflädt. Und kick ihn einfach weg. Ah, super. Da holt er den Konter, als ich aufstehen will. Unschön. Da habe ich es noch geschafft. Nicht von ihm Boah, krass. Nee, das geht so schnell, ich kann gar nicht alles erzählen. Ist doch scheißegal, ihr seht es ja eh selbst. So, da komme ich wieder mit Glück an den ganzen Attacks vorbei. Und stelle mich gerne nach außen. Also alleine aus dem Grund schon, weil du außen halt nicht so anfällig gegen allen möglichen Scheiß bist, wie wenn du in der Mitte stehst. So, da. Schild. Grab. Raus damit. Yoshi wirft Eier. Vergebens. Hat Fabian nicht getroffen. Ziemlich doof. Aber ich, haha. Oh nein, jetzt krieg ich eine Kopfnuss. Das soll immer zum Heulen hier. Ah, kacke. Ich hasse das, wenn Little Mac einfach so einen Schlag rausholt, ne? Er hat einen KO-Hit ready. Hoffentlich trifft er damit keinen. Oh, und er fällt. Damit ist Robin schon mal raus. Weiter geht's zwischen Fabian, Niklas und mir. Oh. Ich habe noch zwei Leben, die anderen nur noch eins. Fabian ist schön angeschlagen. Und ich komme einfach so sicher mit Glück dadurch, das ist der Wahnsinn. So, da gebe ich Fabian den Finishing Move. Jetzt muss ich erstmal zurück auf die Stage, ohne dass Yoshi irgendwie nennenswert Schaden anrichten kann. Ah, krieg ein paar Kicks. Passiert schon mal. Und da dachte ich, trifft der Bumerang Yoshi. Keine Chance gehabt. Das war dumm von mir. Da kommt das Ei. Das berühmte. Die Kicks gehen daneben. Und da kriege ich mal einen schönen Side-Smash durch. Side-Smash. Seiten-Smash oder Side-Smash? Überleg dir was, Pat. Beides geht nicht. So, da wollte ich ihn eigentlich in die Bombe reinschlagen, hat aber nicht funktioniert. Falscher Winkel, Pech gehabt für mich. Ja, so ist es nun mal. Und da springt er nicht weiter. Ach, das ist so alles ein bisschen unschön gelaufen. Da fängt es langsam an zu laggen. Und er rennt voll in meinen Schlag rein. Reicht das? Nein, es reicht nicht. Hier noch eine Bombe. Funktioniert wieder nicht. Sprung versagt. Krieg einen Kick. Grab daneben, weil er durch mich durchgesprungen ist. Ja, super.
Ja, beide aneinander vorbei. Ah, kacke. Ja, okay, das Gute an der Sache ist, selbst wenn ich jetzt noch rausfliege, habe ich noch ein Leben mehr im Vorsprung. Und der trifft mich schon wieder. Das war nice. Und da habe ich mir schon fast gedacht, wenn ich den zweiten Schlag mache, dann packt er mich von hinten und das wird nichts. Reicht das? Das war's. Der Sprungkick zum Gruße. Schöne Grüße an alle, die dabei waren. War super, ohne Scheiß. So, das erste Match habe ich für mich entschieden. Super. Also das wusste irgendwie keiner. Ich glaube, ich habe es Niklas nur in Skype geschrieben, dass ich die Aufnahme mache. Fabian wusste es dann wahrscheinlich demnach auch. Mit Robin habe ich nicht geschrieben, der hat sich auch bis heute nicht mehr gemeldet. Ich habe ihn extra gefragt, ob ich es online stellen darf. Ich stelle es erstmal online, wenn es ihm nicht gefällt, dann soll er mir bitte Bescheid sagen, dann nehme ich es auch direkt wieder raus, ist kein Problem. Nur ich hatte das jetzt so als kleines Special geplant und so schlecht war es ja dann auch gar nicht. Ihr werdet ja jetzt noch einiges sehen. So, ich wieder mit Mario unterwegs. Hat sich im Kampf mit Niklas schon recht gut bewährt. Gucken, was ich hier mache. Dürfte interessant werden. Ich habe die ganze Zeit Schiss, dass Robin Meta Knight rausholt. Aber hat er nicht. Er hat Lucario. Niklas ist auf Pikachu gesprungen. Das fand ich ziemlich witzig, als ich dann den Kampf hinterher gesehen habe, weil mir ist erst nicht aufgefallen, dass wir Mario gegen Pikachu hatten. Weil dazwischen waren noch ein paar andere Kämpfe und da habe ich das wieder vergessen gehabt. Ja, und dann war das halt sehr ironisch, dass er jetzt auch mit Pikachu kommt, wenn ich Mario nehme. Ich verkackte auf jeden Fall Ultra, also man sieht schon, ich bin der Spielball derer Launen. Ich kann da jetzt wirklich nicht viel reißen, so Lucario reißt mich da raus, keine Chance wieder hochzukommen und tschüss. War doof. Feuerball für Fabian, noch ein. So, Niklas mischt sich ins Geschehen ein. Da habe ich den Smash falsch getimed. Und krieg erstmal direkt eine Kopfnuss. Das ist ein fröhliches Gemetzel hier. Oh Mann, Mann, Mann. Ich komme gerade selbst nicht darauf klar. Eigentlich will ich was dazu sagen, aber ich wüsste nicht was. Weil es geht einfach zu schnell. Man kann zu nichts richtig Stellung beziehen. Beziehen? Stellung nehmen. Kann man beides sagen? Die Rechtschreibleute bitte mal kurz runter. War das von grammatikalischen richtig? Glaub nicht, ne? Egal, Wayne. Wen juckt's? So, raus damit. Sheik ist weg. Pikachu geht weg. Ich fliege auch. Und Lucario macht so viel Schaden, wenn er selbst Schaden hat. Das ist einfach zum Heulen. Und vor allem dieser Schlag, ne? Der Smash zur Seite von Lucario. Ich glaube, das ist der. Der reicht so weit, wenn er Schaden hat. Das ist einfach unglaublich. Da kommt er wieder nicht mit dem Donner, er hat mich wieder finishen können, aber er denkt nicht dran, wie im Kampf mit uns. Da wollte ich was ausprobieren, hat nicht funktioniert, Sheik boxt mich raus, keine Chance auf Rückkehr. Lucario hat immer noch alle drei Leben, gefällt mir gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Gut, dass ich es jetzt gerade sage. So, Fabian tritt mich wieder. Echt respektlos, andere Leute mit Füßen zu treten, geht gar nicht. Na, Lucario schmeißt mich jetzt erstmal weg. Das ist auch zum Heulen hier. So, erstmal so ein kleines Geschwisterbattle hier zwischen den beiden. Das ist erstmal eine Kopfnuss. Und da kommt er wieder angesprungen, ne? Er hat nur so ein bisschen Schaden, aber trotzdem regt mich das schon wieder auf. Irgendwie weiß gerade keiner so richtig, was mit sich anzufangen. Was habe ich da jetzt gerade gemacht? Das war ja sehr merkwürdig. Geh da mal lieber weg. Raus aus der Schusslinie. Und war klar, dass ich da von Lucario wieder einen reinkriege. Ist ja gut, haben wir ja verstanden. Also erstmal ein bisschen was getreten hier. Donnerblitze, keiner kommt wirklich klar. Es geht doch gerade ein bisschen schleppend voran, merke ich gerade. Was war das denn? Pikachu ist Enrage gegangen oder was?
Ah, wie cool. Jetzt habe ich Sheik in Lucarios Aufladedings. Wie heißt das eigentlich, das Teil, was der schießt? Ist doch keine Psychokinese wie bei Mewtwo oder was das war? Ist ja was anderes hier, glaube ich. Oder nicht? Oder doch? Ist mir scheißegal. Ist mir egal. Egal. Ist mir egal. Oh mein Gott. Das war mir jetzt nicht so egal. Gut, dass ich den nicht abbekommen habe. Den Ball. Aufgeladen mit Antimaterie. Was auch immer. Oh nein. Smash nach oben, Pat. Du hättest Pikachu finishen können. Nicht ganz, aber fast. Boah, ich habe Sheik nochmal rausgehauen. Sauber, gefällt mir. Ach, Sheik ist weg. Ich dachte, ich wäre als erstes gestorben in dem Kampf. Ja, cool. Ja, krieg ich nochmal einen richtig schönen Donner. Da will er nochmal nachtreten. Richtig fies. Da kommt Lucario natürlich wieder mit seinem Konter-Move. Jetzt kümmert er sich um Pikachu. Ich helfe mal ein bisschen mit. Und in dem Moment habe ich gesehen, dass ich mit am meisten Schaden hatte und ich das irgendwie nicht so gut fand. Da dachte ich mir, versuch einfach mal ein bisschen auf Abstand zu bleiben und die beiden vielleicht ein bisschen gegenseitig auszuspielen. So, und da habe ich gesehen, dass Lucario hinter Pikachu herrennt und ich dachte mir so, okay, rennst du hinterher, wenn der Pikachu finisht, dann finisht du Lucario. Pech, der dreht sich um und drückt mir so eine Kackkugel und ich fliege wieder weg. Das war doch zum Heulen, war das doch. So, Donner, ich schlag den weg und dann kommt wieder so eine aufgeladene Kugel. Oh, regt das mich auf. Aber... Und das hat mich richtig aufgeregt, hat er sich nicht an die Kante gehalten. Und da habe ich zu spät gecheckt, dass ich da runterfliege. Ja, war ein bisschen dumm gelaufen. Da war ich aber auch raus. So, das war's dann von mir. Mal gucken, was die anderen beiden noch machen. Okay. Ich glaube... bis jetzt noch nie gesehen zu haben, dass Niklas mit Pikachu den Ruckzuckhieb doppelt einsetzt. Oder? Wenn doch, dann tut's mir leid, aber ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen. Oder hat er das schon mal gemacht? Ich weiß es echt nicht. Na, jedenfalls, gute Runde. Robin hat gewonnen, da bin ich erstmal auf Meta Knight rüber. Ich habe mich so gewundert, hoffentlich spielt er nicht mit Meta Knight. Und ich dachte mir so, egal, spielt's mit Lucina, bockt mega. Die macht nämlich auch richtig Laune. Bin ich zwar auch nicht so gut mit, aber macht Laune. Und dieser Kampf, dieser Kampf, der hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. Ich kann euch das jetzt schon mal sagen, der wird auf jeden Fall richtig interessant. Alleine mit der Konstellation der Teams hätte ich nicht gerechnet. Was heißt Teams? Sind ja keine Teams. Mit der Charakterauswahl der Leute hätte ich nicht gerechnet. Alle fertig. Nur Robin weiß noch nicht, wen er nehmen soll. Ach nee, halt. Welche Stage er nehmen soll. Wieso muss ich eigentlich immer so hart den Sandsack verprügeln, wenn ich nichts zu tun habe? Macht das eigentlich jeder? Macht ihr das auch? Schreibt's mal in die Kommis. Sonst fühle ich mich scheiße, wenn ich der Einzige bin, der das macht. Das ist auch bescheuert. So. Da ist erstmal richtig gut gewesen. Da habe ich mich erstmal gefreut. Wuhu. Wie sag ich immer so schön? Zwei Fettsäcke. Wie wir alle wissen, schwere Charakter sind meist langsam. So, und ich mit Lucina bin natürlich recht flink und Sheik hat ja auch einen guten Vorteil. In dem Fall. Ja, und da habe ich nicht damit gerechnet, dass Niklas Glurak nimmt. Weil rechnet man halt nicht mit, wenn man ihn vorher mit Charaktern wie Pikachu und Yoshi spielen gesehen hat. Aber das war der erste Tod für Ganondorf und Glurak. Sauber. Weniger für mich zu tun. So, da haben wir irgendwie gerade einen coolen Double hingelegt. Ganondorf und ich. Das war aber nicht so gewollt, glaube ich. So, tschüss. Das fand ich richtig gut, dass das funktioniert hat. Hat mich sehr gefreut. Also, dass ich Fabian da so raushauen konnte. Mir ist so im Nachhinein aufgefallen, dass ich mit Lucina viel öfter den Konter hätte einsetzen können. Oder sollen, besser gesagt. Weil ich bin richtig schön vermöbelt worden. Ich glaube, mein erster KO, der tut mir richtig leid. Nee, halt, doch nicht.
der nicht. Der war nämlich gut, weil da fliege ich raus und habe Ganondorf mitgenommen. Das hat mir sehr gefallen. Der zweite regt mich auf. Das war's, kann ich euch schon mal vorweg sagen. So, da bin ich Gluraks Kopfnuss ausgewichen, sehr gut von mir. Fabian boxt sich wieder hier mit Robin. Die haben auch zu wenig zu tun, die beiden. Na, da habe ich meinen Schlag nicht durchgekriegt. Ich glaube, der heißt Shieldbreaker oder so ähnlich. Weil ich glaube, wenn irgendwer ein Schild geht und ich den Schlag durchhaue, dann kriegt er direkt den Schild kaputt. Das wäre ziemlich gut. Was? Niklas ist schon raus. Glurak fehlt. Ich hab gewundert, warum die Fläche so leer ist. Ja, und das hat mich richtig aufgeregt. Da habe ich einen richtig schönen Schlag von Ganondorf kassiert und bin darauf instant rausgeflogen. War natürlich auch kein Wunder, dieser Schlag macht einfach so enormen Schaden. Da ist natürlich Feierabend. Aber hätte ich das vorher gesehen, also ich habe da nicht richtig drauf geachtet, hätte ich das vorher gesehen, hätte ich auf jeden Fall den Konter rausholen wollen. Ob ich es geschafft hätte, weiß ich nicht. Ja, da ein bisschen zu früh losgelassen, kommt der andere Move wieder und ich dachte mir so, scheiße, ich habe nur noch ein Leben, ich darf jetzt mal bitte nicht sterben. Wäre voll gut und so. Gut, da muss man sich natürlich einer Person entledigen. Wessen nimmt man sich dann zuerst vor, ist immer die Frage. Aber Ganondorf hängt gerade an der Kante, also hatte ich Zeit, mit Fabian zu spielen. Erstmal gucken, was die beiden da machen. Ich habe mich ein bisschen rausgehalten. Habe ich gedacht, mache ich doch nicht. Ich bin aber auch eine kampflüssige Sau, ohne Scheiß. Ah, und da kommt ein cooler Move von ihm. Und da habe ich gedacht, scheiße, jetzt bist du weg. War ich aber nicht. Und da kam ich wieder in die Stage. Beste Leben. Ach ja. Da hab ich gedacht, ich hätte ihn rausgehauen, aber auch nicht. So ein Kack. So, da kriege ich aber Fabian raus. Und dann haben wir jetzt so ein Epic Battle zwischen Ganondorf und meiner Wenigkeit. Jetzt gucken, was wir machen. So, er versucht mich zu grabben, natürlich, weil ich einen Counter-Move habe. Und dann kickt er mich einfach, womit ich jetzt überhaupt nicht gerechnet habe. Theoretisch, aber ich sage ja, man muss immer auf das Schlimmste vorbereitet sein. War ich in dem Fall nicht. Boah, und da ist er sogar zur anderen Seite gegangen und ich dachte, scheiße, jetzt bin ich am Arsch. War ich aber nicht. Ja, da dachte er wohl, ich komme an die Stage zurück. Also an den Rand der Stage. War aber auch nicht. Und da versucht er mich jetzt zu verarschen. Er geht die ganze Zeit links und rechts, damit ich irgendwann zur Seite dodge, damit er mich packen kann. An sich clever. Hätte ich da mal früher drüber nachgedacht. Infight bemerkt man das nicht so schnell. Und da hat er mich nicht getroffen. Da dachte ich, ich bin tot. Da falle ich runter. Und er springt auf meinen Kopf, soweit ich das gesehen habe. Ich bin jetzt echt nicht wirklich sicher, ob der jetzt auf mich drauf rumgesprungen ist oder nicht. Auf jeden Fall war es ultra knapp. Kann auch sein, dass er seinen Sprung noch über hatte. Ich weiß nicht genau, wie das bei Ganondorf läuft. Auf jeden Fall hatte er seinen Sprung und ich bin, ohne Scheiß, ich bin ausgerastet, weil er war unter mir. Ne, ihr habt ja eben gesehen, wir sind gefallen, er war unter mir und hätte zuerst sterben müssen. Und dann hat er auf einmal noch ein paar Sprünge ready und ich denke so, nein, warum? Ja, und da habe ich mich schon mal ready für den nächsten Kampf gemacht. Die Frage ist, hört die Aufnahme jetzt hier auf? Ja, wahrscheinlich schon. Ich habe gar kein Bild dafür. Egal, Thumbnail. So, das war auf jeden Fall ein kleines Special, auch zur kleinen Entschuldigung dafür, dass bei mir so wenig kommt. Ja, ich versuche es auf jeden Fall schnellstmöglichst zu ändern, dass wieder ein bisschen mehr auf meinem Kanal läuft. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich kann sowas öfter mal machen. Also, wenn ich mal online bin, was die nächsten Tage auch wieder sehr schwer wird, weil bis... wie soll ich das jetzt sagen? Ihr seht das Video morgen. Ja, ihr seht das Video morgen. So, und ab... morgen bin ich schon gar nicht mehr zu Hause wieder. Da bin ich bis nächste Woche zum Wochenende, Samstag rum, Sonntag rum, gar nicht zu Hause. Das heißt, ich kann mit euch zwar schreiben, pipapo, ich habe auch Internetzugang, ist alles kein Thema. Nur, ja, ich kann halt nicht zocken, weil ich halt nicht zu Hause bin. Und das kann ewig dauern. Jetzt mach mal diesen scheiß Videokack hier aus, das nervt mich voll. So, und dann kann ich mit euch zwar quatschen und blabla, aber wir können halt nicht zocken und das ist ein bisschen kontra. Und ich kann auch wieder... Paper Mario und sowas auch nicht weitermachen. Da habe ich ja schon gesagt, dass das zwar auf Eis gelegt ist, aber er muss dann mal gucken, wann ich da als nächstes Mal Zeit habe. Mal sehen, weiß ich noch nicht so genau. Na gut, dieses Video geht jetzt erstmal in den Schnitt und blabla, pipapo. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns allerspätestens irgendwie in... Ja, allerspätestens in 2 Wochen wieder. Hoffe ich, dass ich bis dahin irgendwas hingekriegt habe. Ach, so ein Kack, ey.
Ja gut. Leute, man sieht sich. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, man kann sowas öfter mal machen. Das macht nämlich richtig Bock. Ja, bis denn dann. Ciao.